Hallo und herzlich willkommen hier bei der planetaren Katastrophe im Star Wars The Old Republic Let's Play. Und nachdem wir ja gestern und vorgestern ein wenig in Taral 5 rumgegimmt haben und ja, euch die Story ein wenig vorenthalten haben hier auf Alderaan, präsentieren wir jetzt euch das Questen hier wieder, also in guter alter Manier, mit einem Mike, der sich für euch extra in Schale geschmissen hat. Ja, ich bin heute mal, wie ich es versprochen habe, ich ziehe mir mal eine andere Rüstung an. Und jetzt können natürlich manche Stimmen sagen, ein Jedi in Schwarz, Anakin, Luke, Beispiele. Es gibt noch mehr Beispiele, aber lassen wir die mal so stehen. Ich schon auch Filme, euch beziehen. Ich sehe immer noch so aus wie vorher. Ja, der Warum wollte nicht auch? ändern, der ist so Genau. ziemlich zickig geworden. Ja, bin ich halt Dann würde ich sagen, zickig. ach hier, fangen wir doch an. Du bist gerade auf die Idee. Du musst wieder ausbacken. Ich bin noch auf Tank. Okay, so gelassen. Ja, gut, dann skill ich halt mal eben um. Ja, sonst wird's schlecht mit dem Heilen. Du hast vollkommen recht, dass das dann schlecht mit dem Heilen wird. Aber auch ein neues Licht. Habe ich auch am Sith abgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich es habe, aber irgendein Sith hat das mal gedroppt. Ach, hey. Zeig dir mal, was dunkle Künste sind, in dem meinen Lichtschwert reinmachen. Du bist auch noch bald umgekleidet. Aha. Ich freue mich schon auf Lord Scourge. Alter. Ja, ich bin gerade be beschäftigt. Ich ja schon wieder deswegen. Pause, du hast gerade alles wieder professionell zerstört, wofür wir stehen. Wie kannst du nur? So, fertig. Ah Nein. ja, ich sollte meine Zelle noch wechseln. Fürchten. Hörenzählen kannst du schlecht wechseln. Was müssen wir denn hier machen? Irgendwas töten? Einfach mal rein. Hast du inzwischen schon dein CC? Ja. Nutzt ihr noch irgendein Ziel, was gerade nicht angreift oder so? Ja, dann ruf mal deinen Gefährten weg. Ich schaffe die Tiere. Geteilt hat man extra abgeaktiviert. Ruf mal lieber an. So viele Elite tun schon weh. Heroes Naja, Hashtag das mit Peace. dem C10 hat nicht wirklich funktioniert. Heroes halt ein bisschen strange. Hier ist noch ein Padawan, gibt jetzt halt. Ah, hat funktioniert soweit. Viel kommt er jetzt auch nicht mehr. Ah, ich habe jetzt noch einen Dot mehr, wie ich gerade festgestellt habe. Hinten sein Nerf! Nein, lass uns ihn nicht treffen, sonst werden wir genervt! Was? Wie? Wo? Hinten, ein streunender Nerf! Der benutzt, der streut hier rum, nur um Leute speziell zu nerven. Aber ein großer streunender Nerv! Oh Gott! Da werden Hilfe! wir fallen, lieber aus, da werden wir einfach Zu runtergehen, da haben wir Hilfe! gar keinen Schaden und keine Heilung mehr. Falls sich jeder Oder? fragt, was ist denn ein Nerf? Kann ja sein, dass es jemand nicht weiß. Das ist, wenn die Entwickler gerne bei seiner Klasse rumändern, so dass sie dann schlechter ist als vorher. Und das Gegenstück dazu ist ein sogenannter Buff, der die Aber Klasse Buff kennt halt verbessert. jeder. Das Aha. Buff.
Nerf kennt man nicht, aber Buff kennt man, okay. Ja, man muss ja nicht unbedingt Nerf kennen. Aber Buff kennt man ja. Sagt man spätestens, wenn man die erste I oder so den Buff macht. Da siehst du das anders. Ja. Und wenn sie diesen Ding CC. Was? Komische Typen können wir CC, aber das ist eh dann nicht. Na, dann heilig dich lieber. Ich mach mal ein bisschen AE. Ich habe auch noch einen AE oder zwei. Und mach lieber Fokusschaden auf ein Ziel. Das hat dann hat das nämlich weniger Life. Es ist noch einer. Wo kommen die her? Wie gesagt, man kann in dem Spiel leider nicht so weit rausgehen. Ja, Schutz. Mächtigste. Ein wenig knapp. Alter, schon wieder Alter. einer. Noch einer. Alter, Ach, beschütze den Organa Feldagenten. Ich hab die gezogen, keine Sorge. Bei Kira wird gleich abnehmen, denn er ist selber schuld. Heilung. Ich glaube, diese Position ist nicht optimal. Ne, ich bin jetzt auch noch CC. Alter, hier noch einer! Aber wenn wir, das ist jetzt das Letzte, das ist das Ende. Wenn wir die überleben. Ja, halt nicht! Mach uns dann. Kannst du mich ein bisschen heilen? Heilung, Spam. Noch einer da. Stell dir mal vor, ich will zum Pub-Tank wie ein gewisser anderer. Oh, Alter. Ein Glück, dass gerade meine Zellen wieder aufladen fertig war. So viele Tests ist dann doch. Ja. Boah, leck mir am Arsch, Alter. Aber was gut dabei ist, lernst du das eigentlich mal, außer dass Kira verreckt ist, oder du selber schuld. Meine Fresse, war das die H4? Wo sind deine Dornen? Ach, da. Die steht neben mir. Die versucht immer zwischendurch zu heilen. Ey, 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 das waren noch nicht mal die ganzen 20 ey. Die haben Einheiten, die wir einfach, glaube ich, brauchten. jedes Trashpack, was hier so rumpatrouilliert, einfach erwischt. Nee, 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 nee. Wir mussten den Typen beschützen, der das Signal gesendet hat. Und deshalb kamen über eine Minute verteilt regelmäßig neue Ads. So. Ja, das war das Problem. Alter Schwede. Wir können jetzt entweder noch 7 töten, um den Bonus zu machen, Ja, oder. wir brauchen die EP. Keine Abonnenten mehr. Springen wir doch nicht einfach aus dem Bild! Soll ich sonst so nicht etwa sagen, hallo Gegner, ich komme jetzt? Dann warte, bis ich neben dir stehe oder so. Dann springe ich trotzdem nach dahinter. Ja, aber du warst schon Als knapp ob am. die mich so schnell töten würden. Ja. Alter, mein großer Test-CD ist zum Beispiel wieder ready. Den ich brauchte. Kam aber auch gerade Arschspiele. Hi Makira! Bin dabei. Ja, mal zu doof. Mann, Mann, Mann. Noch 4. Mein. Oh, ein Champignon.
Der hat einfach mal 74.000 live. Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da Hier. hinter der Stange. Hinter der Stange, was für eine trügerische Scheiße. Ich habe rumgetappt, dann habe ich ihn entdeckt. Tja. Den kann ich aber leider nicht rausschubsen. Wir müssen hier kämpfen. Komm mal Schubs ihn rein. rein. Der ist nämlich Stunning und so. Boss. Schieb ihm ein paar Sachen unter dir, vielleicht. Der macht aber keinen Schaden. Macht ja auch nichts. Der Piu-Piu-Piu, aber das funktioniert ja nicht so gut. Außer der beordert gleich Leute, die Schaden machen. Ich kann ja ganz entspannt mit als DD fungieren in diesem Kram. Falls du Heilung brauchen solltest, sag mir Bescheid. Wir kommen durch meinen Absorb und den Rest lenke ich fast immer ab. Könnte ich bestimmt auch Solo machen, daraus da würde ich mal hinter. Sollte kein Schaden, okay. Meine Sturmkanone ist bei 20% zu Haltbarkeit angekommen. Hey, Effektivschuss, ich habe ihn getötet, ich habe ihn getötet. Glückwunsch, du hast den mächtigsten Feind, den wir jemals gesehen haben, getötet. Durchhalten. Ja! Der Kira geht echt über auf die Targets, die gerade. Ich weiß auch nicht, warum sie ausgerechnet was bringen. Vor allem, wenn ich schubse, dann wechselt sie auf einmal das Tag. Das ist total merkwürdig. Guck mal, auf was sie jetzt geht. Was ist denn dämlich? Wir haben den Bonus und die H4. Mit Heldenhaft plus 4. Auch wenn Eine die schlechte Folge. Waffe ist da hinten für dich. Deine Story Quest. Ja. Dann machen wir doch glatt die. Auch wenn unsere Folge mit plus 2 auf Heldenhaft eine der wenigst gesehensten überhaupt ist. Gar nicht wieso, aber warum auch immer. Man weiß es nicht. Vielleicht auch Das. euch überlassen. Ihr könnt ja gucken, was ihr wollt. Genau. Sage nicht, guck das oder ihr kriegt keine Videos mehr. Ich wüsste überhaupt nicht, wer das jemals gesagt hätte, aber man kann es ja mal einführen, so generell YouTube-Manier für alle YouTuber. Warte, ich skill mal wieder auf die Idee um. Ich helfe dir, du brauchst doch nicht extra ums. Ich will aber wieder Schaden machen. Voll die Spannung für die Leute. Ja. Ich könnte jetzt so ganz Mir gefällt unauffällig meine die. schwarze Rüstung aber besser. Vielleicht sind ja Farben schwarz. 4000, nein, ich skill nicht um. Das wäre das dritte Mal heute. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen teuer jetzt. Das ist wieder Reset. Ja, der nächste Reset kostet etwas mehr. So wie früher das mal war, jede Woche, wo das Reset ist. Hier habe ich immer mit meinem Kopfgeldjäger auf Einsatzbereit. Söldner-Spezialisierung immer nur DD gespielt, entweder Pyro oder Artillerie, Arthur. Ja, also ich hatte ursprünglich eigentlich auch vor, mit dem nur DD zu spielen, Das ist allerdings. ja Arsenal. Artillerie ist ja nur. Stillhalten. Oh, stirbt er. Ja, ich, wenn ich anderen Heilern trauen würde, aber manche pennen immer so derbe, das ist immer so die Sache. Das ist nichts gegen meine Mitspieler, manche pennen aber richtig übel. Die Manche sind dann pennen ungefähr so wie brutal. Kira, ne? Weil, wie man sieht, ich bin ein sehr stabiles Kerlchen.
Ja, auch im PvP folgen sie selbst als Idee, aber dann kriegt man ewig keine Heilung und fragt sich, was ist der? Und dann findet man heraus, er hat die ganze Zeit das falsche Ziel gehalten. Ja, aber sowas wird mir ja nie passieren. Aber ich kann nicht direkt anmerken, falls ich nicht genug Heilung kriegen muss. Also muss ich immer schreiben, oder es geht schlecht, wenn ich gerade Death-CD sitze. Kannst du einfach, weil ich weigere mich jetzt zu tanken. Heil mich besser oder ich tank nicht mehr. Ich bin eigentlich kein Freund von Kicken, aber den Heiler haben wir irgendwann gekickt, weil das ging gar nicht. Ich hatte teilweise mal 40 Sekunden ohne. Guck mal. Räuberheld. Yay, ich bin auf dem Display Desktop. Deine Aufnahme abgebrochen. Nein, die Aufnahme läuft noch. Ich weiß jetzt nur nicht Ja, wo rennst du hin? Komm hin. zu meiner Kiste, die ich kaputt machen So. muss. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie sich das nachher in der Ja, Aufnahme. das sehen wir dann. Bewegung. Ja. Der Typ sieht in den Stuck oder gerade trägt. Schlipp, 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 schlipp. Kannst du noch nicht rein? Nö, aber da hinten ist eine Kiste. Ja, genau. Und auch so gut wie tot. Da ist die letzte Batterie. Vorhin mit Entsetzen feststellen können, meine D-Taste ist vollkommen vergewaltigt. Brauchst du eine neue Tastatur oder was? Ich glaube auch. Ja, kann durchaus passieren, ne? Dass viele strafen. Wie zum Beispiel auch ein anderes Spiel nicht, Strafe eigentlich andauernd. Auch. Aber warum ist denn die A-Taste nicht vergewaltigt? Ich laufe nämlich sehr oft auch nach links. Ich helfe. Das ist einfach von minderer Qualität. Aber solange ich nicht wie ein gewisser anderer monstermäßig riesiger Let's Player die B-Taste beim Schreiben nicht geht mitten im Livestream, ist alles okay. Und jeder, der es gesehen hat, weiß sofort, was ich meine. War auch nicht super. War auch eine super Folge, meinte ich da, wo von dem Erik nicht die B-Taste ging, als sie Girl Secrets gespielt hatten. Das war total geil. Kennst du die nicht? Nein, die Folge kenne ich nicht. Dann guck dir mal einen Zusammenschnitt auf YouTube an. Da gibt es mehrere natürlich. Aber der war super. Das war gar Frontalbegrenzung. Hier Primärbatterie. Ich habe frische ballistische Daten für die MR-3s, die ihr da unten geladen habt. Das ist er, oder nicht? Schrauber, ehemals Lieutenant Bex Kolos. Den Spitznamen. Ihr habt die Personalakten gelesen, wie ich sehe. Bestätigt. Ich dachte, es wäre das Beste, wenn ich im Voraus über Habe unsere ich schon Pläne drauf, wenn du mit informiert dir wäre. rummachen willst. Wir Wollen Sie haben mich einige küssen? Tests für Ich nehme Projekt mich. B durchgeführt und neue Ergebnisse bezüglich der Reichweite erarbeitet. Ihr solltet diesen MR-3s einen ordentlichen Schubser um 0,053 Grad positiv seitlich geben, um saubere Treffer in Zone 3 zu erhalten. Also. Wie dem auch sei, seid vorsichtig da draußen. Vielleicht laden wir euch zu einer kleinen Demonstration ein, sobald Projekt B abgeschlossen ist. Primärbatterie, Ende. Projekt B. Kommt euch das irgendwie bekannt vor, Lieutenant? Wisst ihr, worüber er da spricht? Ich habe keine Ahnung, Sergeant. Vielleicht weiß Marcus Tool mehr. Wir sollten ihn weiter Ah, befragen. Marcus. Ich folge euch. Ja, nicht Jakkos Stuhl. Nee, das ist ein anderer. Ach, da fällt mir ein, was eigentlich mit meinem Gefangenen, den ich so. Nee, das warst du. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe erstmal die Wachen abgeschlachtet.
meine Verbündeten umgebracht, weil sie mir auf den Sack gehen. Man sollte mich nicht nerven, wie man in dieser Folge gesehen hat. Wunderbar. Denn ich habe überzeugende Argumente, wie die Macht. Geil wäre natürlich... Oh, ich bin abgemountet worden. Das hättet ihr nicht... Ihr weckt meinen Zorn und ich wecke euren Tod. Spaß mit eins mit der Macht zu werden. Unwürdigen. Unwürdig seins. Was macht der da? Die haben mich abgemauert. Nein, ich meine, was der Sergeant da macht. Der rennt einfach da oben. Gut gemacht, Kira. Wie viele hab ich denn gefüllt verflucht? Einige? Der ist hier unten, Markus. Nein, der Sergeant liegt da oben, wo der... Loot ihn doch gerade. Hier oben ist auch noch Loot. Und der ist quasi etwas angestochen hier hochgerannt. Und ich habe mich gefragt, was soll das? Ah ja, was ich sagen wollte, natürlich wäre es cool, wenn man jetzt jede wie in die Force Unleashed oder so hier rumrennen könnte, aber da hätte jede andere Klasse, die nicht macht, dann wäre das gar keine Chance mehr. Bisschen, ja. Außer du bist One-Hit. Nee, One-Hit musst du ja nicht sein, aber ich kann dich halt ausschließen. Ich kann dich einfach mit der Macht anheben und dann einfach mal Lichtschwert nicht reinschmeißen. Na gut, wir machen hier einfach mal... Nennt sich fehlen. Ja. Wir machen hier einfach mal einen kleinen Cut und sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Bis dahin, tschüss. Yuri und Jo und tschüss sowieso.